Herzlich willkommen hier wieder zu einem weiteren Video auf dem Kanal Trainvision bzw. TV oder wie ihn manche hoffentlich nicht nennen. Das war sehr kreativ gerade. Wir fahren heute den IC9 von Köln nach Koblenz mit einer Baureihe 101. Ich habe das Szenario gerade schon mal getestet und dabei einen kleinen Fehler festgestellt, dem anscheinend noch keinen aufgefallen ist, der mein Sound Update hier für die 101 hat. Und zwar die 101, die bei Köln-Koblenz mitgeliefert wird. Da hört man keine Siefergeräusche, kein Pedal, keine Zugbeeinflusse. Ich habe jetzt einfach mal noch mal ein bisschen hier im Dokument rumgeschraubt. Und ich hoffe einfach mal, dass es jetzt funktioniert. Ich weiß nicht. Kann natürlich sein, dass es nicht funktioniert. Dann bin ich, dann wird es eine sehr ruhige Fahrt. Mit vielen Zwangsbremsungen, sag ich mal so. Weil ohne PCB will ich jetzt auch nicht unbedingt fahren. Weiter geht's nach dem Ladebildschirm. Also bitte, leg los. Fenster zu machen jetzt mal. Man muss ja die ganzen kreichenden Kinder nicht hören, die auf dem Hof spielen. Willkommen auf meinem Kanal. Hier sehen Sie Ladebildschirme und Werbung für DTG-Strecken. Hier jetzt auch natürlich selbstverständlich auch Rollmaterial. Es darf natürlich auch nicht fehlen. Jetzt die BR Class 58, ja, hier. Und dann hier die North Somerset Railway hier. Wunderbar. Also, am Freitag habe ich mit der Aufnahme angefangen. Frag mich wohl, wann sie endet. Ah, mein Ellbogen. Ich bin so blöd. Da tut sich was. Ja, da tut sich Tatsache was. Guten Morgen, Kollege. Heute sind Sie für die Fahrt des IC9 von Köln nach Koblenz zuständig. Im Moment stehen Sie in Köln-Deutz vor der Hohenzollernbrücke. Entschuldigung. Rüsten Sie Ihre Lok auf und warten Sie auf die Einfahrt in den Kölner Hauptbahnhof. Und damit nochmal herzlich willkommen hier zu diesem etwas kleinen, hoffentlich kleinen Video. Ich hoffe, das ruckelt nicht allzu. Doch, es ruckelt. Kacke. Ich habe hier ein bisschen am FOV auch noch rumgeschraubt. Ja, also wir haben jetzt ein höheres Sichtfeld. Ich glaube, das merkt man auch wenn man hier so nach draußen schaut und sie so von der Seite sieht ein bisschen seltsam aus. Muss ich zugeben, ich muss es mal hier kleines bisschen leiser machen. Ich habe wirklich Angst, dass mich das in der Aufnahme wieder übertönt. Sowas hatte ich jetzt in meinem ganzen YouTube-Dasein, was nun doch etwas länger ist, als ihr denkt, öfters mal erlebt. Und das muss ja nicht unbedingt nochmal sein. So, erstmal testen, hat das mit den Pedalen so geklappt? Nein, das hört sich nicht gut an. Wie mein Urgroßvater damals immer sagte, wenn du eine Sache hast, die nicht funktioniert, dann tausch sie einfach aus. So einfach ist es. Sag mal, wer hat dir denn den Kack erzählt? Du spinnst ja wohl, so etwas zu sagen. Hast du ja wohl nicht mehr alle. Ja, das habe ich gerade gesagt, mein Urgroßvater. Ach, und was ist mit deinem Urgroßvater? Kannst du den auch einfach so austauschen? Ja, ich aber was ist jetzt genau dein Problem? Ich meine, Moment mal, ich kenne dich überhaupt nicht. Was machst du hier? Raus aus meiner Wohnung. Und dann dürfte es jetzt aber wirklich langsam aber sicher mal losgehen, weil nochmal habe ich jetzt keine Lust, ja? No, es geht los. Habe ich zwar schon vorgelesen, diesmal nur etwas schneller und schöner. Nein. 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 Wieder stehe ich am Anfang. Ah. Sind wir schon bei gut 30 Minuten, die ich immer noch gespannt darauf warte, endlich mal wirklich loszulegen. Ja, wir haben hier keine Nullen. Das Skript funktioniert so, wie es funktionieren soll. Wir können die SIFA, die PZB und die LZB problemlos einschalten. Ging ja gerade eben nicht. Ist mir egal. Ist mir immer noch egal. Ist mir immer noch egal. Danke. So, hoffentlich funktioniert jetzt wieder alles. Rein zufällig. Wirklich durch einen Zufall fahren wir jetzt mit diesem CW-Fotobuch Repaint. Und laut der Beschreibung waren das, glaube ich, 12 Intercity-Wagen. Ich bin gerade zu faul, das selbst nachzugucken. Deshalb will ich nicht groß drum herumreden und endlich loslegen. Juhu!
So. Erstmal schön hinsetzen. Oh. Ich wünschte, ich könnte. Ich glaube, es gibt sogar die Möglichkeit. Aber da, ja, genau. Habe ich mal getestet. Aber damit gab es Probleme. Ziehen. Uiuiui. Man merkt, dass das wirklich viele Wagen sind. Huhu. Ja, wenigstens hören wir dich jetzt. Ist doch auch was. Zugbeeinflussung. Naja, jedenfalls habe ich ja auch ein Lenkrad. Ist jetzt wirklich nicht so schön. Im Gegenteil, ich kann eigentlich sogar sagen, dass es ein Fehlkauf war. bei eBay ein gebrauchtes Lenkrad zu kaufen, kann ich euch nicht wirklich empfehlen. Also meins ist, hat irgendwie eine kleine Macke. Ich weiß nicht warum. Aber es zittert immer so seltsam. Vielleicht bringe ich auch noch Omsi auf den Kanal. Ich kann es euch natürlich nicht versprechen. Vielleicht mache ich auch noch einen anderen Kanal auf, in dem ich generell andere Spiele zeige. Ja, schön Dostos hier mit einer 146 Punkt. Oh, Doppel-Dosto? Doppel-Regional-Express? Moment mal. Ich glaube, was ist denn jetzt los? Könnt ihr mir das mal erklären? Seit wann sind Dostos denn elektrische Triebwagen? Ich dachte, ey, das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Wer hat es? Ich meine, gut, weiter im Text. Jedenfalls habe ich das schon mal getestet mit so einer Software, wo man dann aber insgesamt für überall, sage ich jetzt mal, auf das Pedal zum Beispiel, ja, die Enter-Taste legen kann, und wenn man dann ein Textdokument öffnet und dann auf das Pedal. Ups! Ups, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich bitte vielmals um Entschuldigung für diese Zwangsbremsung, wie es unser netter Herr hier schon gesagt hat. So, und jetzt löst euch bitte wieder, ihr lieben Bremsen. Hallo? Oh, Kacke. Oh, Kacke. Was ist das heute für eine Chaosfahrt? Zugbeeinflussung. Ach, zum Glück. Ich habe heute wirklich kein Nerv mehr für Schwierigkeiten. Hier, komm, löst dich. Löst dich. Löst dich! Okay. Ich denke mal, wenn die so doll angezogen ist, kann ich nicht. Nein, da kommt nichts an. Nochmal die Notbremse. Ah, jetzt. Jetzt geht's. Wunderbar. Das ist schön. Das Signal war ja grün, also wir dürfen jetzt auch endlich mal in Köln Hauptbahnhof einfahren mit gerade mal minus 9 Punkten. Köln Hauptbahnhof Bahnsteig 7, da eine 146.0. Diesmal haben wir jetzt mal wieder eine Lok. Also es war wahrscheinlich nur dieser eine Fehler, den ihm da beim Szenariobau passiert ist. Ist übrigens aus dem Workshop-Szenario. Gut, und ich hoffe, dass jetzt nichts Schlimmes mehr passiert, okay? Und dass vor allem dieses grauenvolle Geruch hier aufhört. Jetzt ist es irgendwie noch schlimmer, wo ich mit der ganz ruhig, Marc. Du hast Zeit. Du hast alle Zeit der Welt. Jetzt ruckelt's wirklich doller als. Jetzt ist das hier schon wieder. Nur Steuerwagen. Mann. Warum hat der das gemacht? Und hier halt es auch immer so schön. Schön in Anführungsstrichen. Ich mag diesen schönen Ton, diesen. Also wenn man unter 20 fährt, so. Also. Ich glaube, das werdet ihr gleich hören, dieses.
Nee, es war die falsche Tonlage. Wo halten wir denn? Wir haben 12 Wagen. Da würde ich doch ein kleines Stückchen weiter vorfahren. So. F brauche ich gar nicht versuchen. Ich muss wirklich bis nach ganz vorn fahren. Alter Schwede. Ja, komm, bleib stehen. Bleib stehen. Bleib stehen. Ich habe nicht die ganze Tagzeit. Oh Gott. 50 und 55. 50 sollten wir ankommen. Zieht das jetzt noch? Ich glaube, so streng ist der nicht. Oh, Alter, das... Uiuiui. Aber das mit den Steuerwagen hier ärgert mich ein bisschen. Ah, nee, Moment. Es war... War das der? Ja, der war das. Naja, kann ja mal passieren. Ich meine... Kann ja mal passieren, oder? Die muss ich aber auch schön kräftig schieben. 2, 3, 4, 5. Na gut. Sah irgendwie mehr aus. Trotzdem machen die irgendwie immer die Lok falsch rum. Ich weiß nicht. Mhm. Eine 146 nur mit einer 146.1. Ich frage mich, ob man einfach eine 146.2 wollte ich sagen, hier eine 146.1 draus machen könnte, indem man hier einfach, ich weiß nicht, ich glaube, ihr seht gar nicht meinen Mauszeiger, aber hier bei dieser Nummer eine 1 macht und dass man dann vielleicht die Scheibenwischer durch die von der hier austauscht, weil die 146.1 hat ja einmal dieselbe Front wie die 146.0 und dann hat die noch die anderen Scheibenwischer wie die 146.2. Es wäre schön. Den Sound der 146.1, den mag ich eigentlich auch. Es ist im Prinzip wie 101er Sound, nur viel höher. Hm. 33, 33, 2. 101, 08, 0, 0. Okay. Lassen wir das einfach so. Geben wir mal in den geschützten Bereich hier. Wo es vielleicht ein bisschen mehr... Halt. Aber das finde ich eigentlich. Noch geht's ja. Aber wenn so viel unterwegs ist, dann stört das auch. Ach Gott, ich muss mal wieder nach Köln. Ich war schon lange nicht mehr in Köln. Ist schon wieder Jahre her. Und warum ist hier hinten die Tür nicht auf? Nächster Halt, Bonn Hauptbahnhof. Oh, da haben wir aber eine weite Reise. Ja, habe ich jetzt total vergessen. Gut. Die Türen sind zwar schon zu, aber gut. Anders habe ich es nicht hinzufügen können, dieses Schließvorgang eingeleitet. Schauen wir hier mal. Zieh! Zieh, mein Junge! Zieh! Yep. Der ist wirklich lang. Oh, wir sind zu schnell. Nein. Ich habe doch nun wirklich genug Punkte verloren. Es reicht doch langsam. Oder
Seid ihr da meiner Meinung? Ja, ich denk schon. Wenn nicht, dann seid ihr böse. Dann rede ich nicht mehr mit euch. So. Vielleicht soll das auch so eine S-Bahn sein. Ich weiß nicht, was der sich dabei gedacht hat. Ich weiß nicht mal, ob das Szenario Multi-Language ist hier. Multisprach. Also für mehrere Sprachen ist. Und ein bisschen komisch ist das ja schon. Oh, endlich auf 70. Der Zug ist ja so unglaublich lang. Also Personenzug. Es gibt ja wesentlich längere Güterzüge und die müssen da irgendwie an dem Schild vorbei und dann warten sie noch so 3-4 Minuten, bis sie dann beschleunigen dürfen. Aber wir dürfen ja heute eigentlich 200, aber ich glaube, das wird nicht mehr als 160, wenn ich mich recht erinnere. Na komm, voll aufschalten. Ich hoffe, die Lags hören jetzt langsam aber sicher mal auf, ne? Wir sind ja gleich raus aus Köln. Okay. Boah, das sah gerade richtig schön aus, wie der sich so allmählich wieder nach rechts gebeugt hat. Geneigt. So, gleich fahren wir, glaube ich, durch Köln-Süd. Oder was, Köln-West? Oder Nord, oder Nord-Nordost, oder Nordost, oder Nord-Südwest. Nee, Nord-Südwest gibt's nicht. So, 90. Ich glaube, da kann ich rollen lassen. Nein, da kann ich nicht rollen lassen. Sah irgendwie so tief gerade aus. Aber hat sich kaum was getan. Aber was mir wirklich aufgefallen ist, sind diese unendlich vielen 101er vor den Güterzügen. Es gibt sie zwar vor Güterzügen, aber so oft nun auch nicht. Also, wer da mal auf YouTube da nachgeschaut hat, der wird tatsächlich ein paar Videos finden. Das war's dann aber auch schon. Hauptsächlich ist es ja einfach mal die 189, dann gibt's da noch die 185 und... Ja gut, Taurus auch ganz oft und ja auch neu, beziehungsweise was heißt neuerdings, ich glaube Vectron ist ja jetzt auch ein bisschen älter. Ich weiß nicht, was gerade mit der Tafel los, warum ist die einmal so blank aufgetaucht. So, 80. Zugbeeinflussung. Müssen wir nicht bestätigen. Ist ja nicht schlimm. Ganz und gar nicht. Ich schau mal auf mein Handy kurz. Verzeihung. Oh. Verdrückt. Und zwar, ob es für Köln-Koblenz Buchfahrplan gibt, dann kann ich mir den jetzt hier auf dem Handy runterladen. Dann kann ich vielleicht ohne Buchfahrplan fahren. Wobei das auch bei einem Karriereszenario ziemlich gewagt ist, ne? Wegen Geschwindigkeit und so. Ich wusste es. So, jetzt lass mich bitte im Frieden. Ich bin hier am Recherchieren. Mal wieder. Ich glaube, das habe ich schon mal gemacht. Oh, wir haben nur noch 64 Punkte. Oh Gott. Das. Ja, komm, jetzt hör wirklich auf, mal zu ruckeln. Hier ist langsam unhöflich. Warum wird denn so schnell? Mann.
Gib mir doch auch mal eine Auszeit. So, Downloads. Komme ich jetzt auch endlich mal dazu. Och Mann, auf dem Handy ist Razim immer so lahm. Ja, beschleunigen. Nein, hier nicht. Hier. Oh, na toll, noch Radschlupf. Wird ja immer besser. Ich habe wirklich das Gefühl, dass das Spiel gleich einfriert. So. Jetzt bitte. Laden. Es ist doch nicht mehr schön. Mach jetzt. Arbeite. Sofort. Sonst gibt's Beef. Wo könnte es denn sein? Sonstiges? Auf jeden Fall habe ich es mal gesehen, dass es sowas auch gibt. Oh, ist aber ziemlich gemischt, der Zug hier. Wobei man auch wirklich sagen muss, es ist einfach mal sau viel KI-Verkehr. Wirkt sich natürlich auch dementsprechend auf die Performance auf. Alles klar. Es wirkt sich auf Buchfahrpläne. Ey, kommt da noch was? Tatsache, Köln-Koblenz. Gehe über Hürth-Kaschröhren. Unser nächster Halt ist Bonn. Dateien. Kann ich, ja, PDF müsste ich auch auf dem Handy öffnen können. Also wenn nicht, dann gibt's hier aber gleich Beef, ja? Werde ich langsam ungemütlich. Download abgeschlossen. Schauen wir mal rein. Oh, Tatsache. Zoom. Danke. Das reicht, danke. So. Achtung! Aufgepasst! Ich fahre jetzt durch. Alter, dreifach? Ich dachte gerade, mir wird hier wieder was abgezogen. Hab schon einen Schock gekriegt. So, Karriereszenarien können manchmal wirklich stressen. Bist wirklich 1 km/h drüber und schon. Ach, Punkte weg! Nee. Dafür habe ich echt kein Verständnis. Hätte sie darauf achten müssen. So ist der. Voll fies. Kann ich nur immer wieder sagen. Also die Performance ist jetzt, außer beim Nachladen natürlich, ein kleines bisschen besser geworden. Also ein kleiner Lichtblick für euch und für mich. Aber wenn man das Video schaut, ist es ja sowieso immer ein bisschen flüssiger. Ich weiß nicht warum. So. Du willst gedrückt werden. Kann ich verstehen. Ich bin auch so. Ich muss auch ständig gedrückt werden. So, Hürth Kaschröhren. 9,2. Asig. Esig. Brühl. Güterbahnhof. Brühl. 14,7. Okay. Oh, eine Einzellok. Sieht man auch nicht alle Tage. Was die wohl abholen muss. Vielleicht fährt sie auch einfach in irgendein Bahnwerk. Ja, ich muss mal repariert werden. Ich bring mich mal selbst dahin. Das ergibt sehr viel Sinn, Marc.
Das ergibt wirklich sehr viel Sinn. Muss mal untersucht werden. Ihren fast halb gebrochenen Achsen muss so untersucht werden. Genau, das ist es. Bull, 14,7. Das Problem ist auch wirklich, dass ich wieder im Dingsbums hier. Na, wie heißt das schöne Ding? Fenstermodus. Ich nehme ihn nicht im Vollbildmodus aus, auf. Warum sage ich immer aus und auf? Anstatt auf und aus. Warum verwechsel ich das immer? Passiert mir nur, wenn ich aufnehme. Was ist denn heute los? Mir kommt hier. Im 30-Sekunden-Tag kommt mir was entgegen. Ist doch nicht mehr normal. Da gibt es aber noch einen Kilometerwechsel, oder? Oder ist das jetzt falsch? Sechtem? Ach stimmt, ich bin so blöd, wir fahren ja nach Bonn. Gar nicht. Verzeihung. Verzeihung. Ich habe mich gerade schon gewundert. Aber jetzt habe ich wieder den Faden drin. Nach Bonn. So. 31,9. Gut. Das ist jetzt aber wirklich Bonn, oder? Ja. Ach komm, Bonn-Mielen, Bonn-Neuer Weg. Beziehungsweise werden wir wahrscheinlich gar nicht anfahren, weil uns da so eine Hauptstrecke bestimmt noch gegeben wird, dass wir nicht die anderen Züge stören. So. Also es ist wirklich viel los, muss man einfach mal sagen. Ist jetzt vielleicht nicht gerade was für meinen PC. Ich meine, mal nachschauen, wie hoch ist denn die. Also mit Aufnahme liegt die CPU-Auslastung jetzt bei 54, fast 60%, aber es geht auch immer wieder runter. Also, gut, dass ich den Bufferplan auf dem Handy geöffnet habe. Was? Ich habe doch gar nichts gemacht. Was ist denn heute los? Ich öffne einfach den Task Manager und dann PZB is locked while moving. Muss mir auch mal meine Kopfhörer richten. Ich weiß nicht, ob der Fahrplan. Ich mach doch gar nichts. Im Ernst, ich mach nichts. Das wird bei dem Zug nicht mal angezeigt. Oder ist es jetzt von anderen? Da muss ich ihnen aber sagen, dass er. Hä? Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Na egal. Muss ich ja auch nicht verstehen. Man muss ja nicht alles verstehen, ne? Muss ja auch mal eine Pause einlegen und mal was nicht verstehen. Ganz genau. Oh Gott. Das sieht doch immer so leer aus. Sieht so leer aus ohne HUD-Display. Ohne HUD. Au, das war mein Fuß. So. Zehn Kilometer. Also ich habe ja schon viele Sachen gesehen, aber ich glaube, das übertrifft so langsam aber sicher einiges. Also ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber ich habe, glaube ich, noch nie 5 oder 6 294er gesehen. Ich sehe die eigentlich ziemlich selten, beziehungsweise ich sehe sie selten in Aktion. Meistens stehen die irgendwo rum. Aber sonst. Es ist zwar viel Verkehr, auch wenn er vielleicht ein bisschen. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, das sollte sogar ein realer Fahrplan sein. Ich weiß gar nicht, ob er damit auch die. Können die Züge überhaupt so nah aneinander fahren? So langsam mache ich mir ein bisschen Sorgen. Ne? Das ist ja ein bisschen nicht verständlich. Warum war das Vorsignal links gerade? Warum hat es gerade auf Langsamfahrt gezeigt? Müsste es nicht gelb zeigen? Eigentlich?
weil da ja auf der anderen Seite schon ganz schön Zugverkehr ist. Also nicht, dass da jetzt auf einmal, ja hier jetzt auch, Langsamfahrt. Und das nächste ist sogar grün. Kommt bestimmt gleich wieder ein Zug entgegen. So, ich schaue noch mal kurz auf den Buchfahrplan, ob wir von der Streckengeschwindigkeit irgendeine Einschränkung bekommen. Warte, ich warte mal noch bis zu dem nächsten Signal da, ob mir das irgendwas sagen will. Nein. Gut. Dann ganz schnell drauf gucken. So, zulässige Geschwindigkeit. 160 und immer noch 160. Gut. Also brauche ich mich jetzt erstmal nicht auf irgendwas anderes einstellen. Na, obwohl ich kann ja abschalten. Wir wollen ja mal ein bisschen energiefreundlicher sein hier. Und hauptsächlich auch hier mit der Düni-Bremsen mit unserem besten Freund, die E-Bremse. Ja, so heißt mein bester Freund, mein bester Kumpel, heißt E-Bremse. Habt ihr was dagegen? So. Oh, allein was auch hier rumsteht und so, das ist faszinierend so. Jetzt gehen wir mal ein bisschen runter hier. Ich sehe schon, da ist irgendwas ganz Böses. 60. Na komm, das schaffen wir sonst nicht. Also mit 160 brauchst du da gar nicht ankommen. Das schaffst du eh nicht. Also es war halt schon... Moment. Also... Es schiebt da gerade wirklich eine Lok. Bei einem Güterzug. Hinten extra. Oder bin ich jetzt vollkommen bescheuert? Mal schauen, wie es da vorne ist. Würde mich jetzt einfach mal interessieren. Vielleicht ist da ja ein Steuerwagen. Nein, okay. Aber trotzdem. Also im Sandwich habe ich noch nicht gesehen. Nur wenn sie hintereinander sind. Aber vorne und hinten. Gut. Vielleicht machen das die Wagen ja mit. Weiß man ja nicht. So. Hier jetzt 60, so wie es uns angekündigt wurde, und ab hier dann anscheinend 130. Vielen Dank, liebes Schild. Ich werde deinen Rat befolgen und es gleich mal auf 130 stellen. Langsame Einfahrt. Achso, meine Damen und Herren, in Kürze erreichen wir Bonn Hauptbahnhof. Der Aufzug befindet sich in Fahrtrichtung. Ja, genau, links. Das ist links. Eben gerade dachte ich, wir fahren da. Oh, das wäre ein Fehler. Das wäre ganz böse ausgegangen, wenn wir gerade ausgefahren wären. Wäre ich aber richtig in die Eisen gegangen. Oh, ist halt so schön. So, jetzt muss ich bestimmt wieder bis nach ganz vorn. Und
Stopp. So. Der Zug ist drin. Freut mich, weil das war jetzt auch wirklich der letzte Abschnitt E. Och, das war doch eigentlich ganz okay, diese Bremsung hier. Ja, und dieses Vermisst-Rätsel, das könnt ihr euch sparen, das habe ich schon mal gelöst. Er befindet sich bestimmt schon wieder hier irgendwo auf dem Bahnhof. Das hatte ich auf München gar nicht auch schon mal. Das war doch... Wie sieht der nochmal aus? Habe ich die Türen überhaupt geöffnet? Ja, okay. Ich dachte schon. Haben Sie diesen Mann gesehen? In der Tat. Sitzt sie doch bestimmt wieder irgendwo. Nope. Also hier nicht. Hier vielleicht? Ist hier noch über? Hier ist gar keine Bank mehr. In der Richtung? Nein. Ja, mein Gott. Wie soll ich den denn finden, wenn der auf allen Bildern sitzt? Sag mal. Der ist doch bekannt für seine Sitzlichkeiten. So. Dann bereite ich mich... oh, dieser schöne Dreck. Es geht doch nichts über Dreck. Dreck macht das Ganze viel realistischer. Ist zwar immer noch Simulation. Und ich habe letztens auch wieder eine Diskussion. Eine heftige Diskussion. Darüber. Vorgang eingeleitet. Ah, genau. Perfekt abgepasst. So. Und die Türen sind alle zu. Das ruckelt überhaupt nicht. Und Alter, der Zug ist wirklich lang. Und es sind doch extrem viele Leute, oder? Kommt mir das nur so vor? Naja. Jedenfalls habe ich da auch im Razem Forum eine Diskussion mitbekommen. Hat ursprünglich nur mit der Vorstellung des neuen First System Repaint Packs für die Baureihe 101 zu tun. Und dann wurde der Chat sogar, der Thread wurde sogar abgetrennt, weil es letztendlich nur noch darum ging, Simulation muss genauso sein wie Realität. Verstehe ich nicht. Ich meine, selbst wenn es so wäre. Susi ist ja, nun habe ich übrigens nicht vor, mir das zu kaufen, Susi, weil es mir einfach viel zu teuer ist. Hat er auch gesagt, dass wenn man halt mehr Realismus haben will, muss man ja tiefer in die Tasche greifen. Die DTG ist zwar jetzt auch ganz schön, was die DLCs und so angeht, aber gut, jeder hatte seine eigene Meinung. Ich bin immer noch der Meinung, das ist ein bisschen zu teuer, aber man muss auch wieder sagen, sie geben einen die Chance, dass man es auch wirklich irgendwann nochmal kaufen kann, billiger, bei diesen saumäßig vielen Sales, die sie da auch veranstalten. Also kann man sehen, wie man will. Also wer sich da sofort was holen will, der... Okay. Eigentlich dachte ich gerade, ich darf 130, das wäre auch nicht so gut ausgegangen. Ach nee, da stimmt, nach dem Signal war ja, nach der Ausfahrt war ja 100. Habe ich nicht gesehen, Entschuldigung. Was ist denn nochmal unser nächster Halt? Koblenz, der letzte. So, da vorne ist sogar das DTG-Logo. Wo war ich? Ich habe gerade total den Faden verloren. Ich glaube, wir haben irgendwie über die Diskussion Simulation versus Realität geredet. Geführt. Na, 160, okay. Nee. Das war jetzt auch wieder Doppeltraktion und so ein kleiner Güterzug. Vielleicht hängt da noch irgendwas hinten ran, weiß man nicht. Kann natürlich sein. Meine sehr verehrten Damen und Herren. Naja, also jedenfalls bin ich der Meinung, selbst wenn alles übernommen wird, Defekte vorgetäuscht werden hier in einer Simulation oder was weiß ich, es fängt schon mit solchen kleinen Sachen wie Bremsen an oder das, was ihr gerade wahrscheinlich gehört habt, das war meine Uhr für alle, die sie noch nicht kannten.
finde, man sollte da doch irgendwann mal einen Schlussstrich ziehen. Man kann sagen, es ist eine gute Simulation, es ist eine schlechte Simulation. Aber wenn man sich über kleine Sachen aufregt, die ich jetzt nicht als wichtig empfinde, zum Beispiel eine vollständig funktionierende PZB, auch mit Störungen. Ich meine, wäre schön. Aber wenn man das haben will, dann soll man einfach in die Realität blicken. Was soll man dazu sagen? So. Koblenz 91 2. So, muss ich mir mal merken. 91 2. So, drin. Schokolade. Brauchte ich jetzt. RS2. Okay, hör auf zu singen. Das ist grauenvoll. Das kann ich keinem antun. Ich mach's zwar immer wieder, aber ich kann es keinem dauerhaft antun. Also so ein paar Sekunden sind ja noch erträglich, aber wenn es richtig losgeht, ist das aber richtig schnell vorbei. Ich finde irgendwie schade, dass hier jetzt nichts mit PCP mehr passiert. Also so ein rotes Signal oder so wäre ja auch mal ein bisschen Abwechslung, oder? Was willst du denn jetzt schon wieder? Mann, gibt's doch gar nicht. Doch, bei Roller. Nein, da auch nicht. Also es steht echt viel hier rum. Wie lange nehme ich jetzt eigentlich schon auf? 45 Minuten. Zumindest diese Aufnahme. Der Rest davor, den hab ich noch gar nicht dazu gerechnet. Es ist noch mal eine halbe Stunde. Nein. Also, das am Anfang war blöd. Aber gut. Fahren wir heute mal halt der von München-Garmisch in einem schönen Repaint, was man ja leider viel zu selten sieht. Vielleicht kann ich ja mal kurz. Lass mich mal kurz vorfliegen. Danke. Ich will es jetzt auch gar nicht so überstrapazieren. Die Zeit. Na. Au. Sogar. Das ist ja jetzt doof. Doof in Anführungsstrichen. So. 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 Und dann haben wir. Und Pause. Vielleicht kann man hier so ein Aufeinandertreffen fotografieren. Das wäre schön. Das wäre sehr schön. Achtung, ich halte lieber ein bisschen Abstand. Und. Nee. Obwohl, es sieht auch ganz nett aus, wenn die hier so beleuchtet wird. Ich rede hier schon wieder über Thumbnail. Ich könnte schon wieder stundenlang über Thumbnail reden. Ah, es war wieder zu weit. Obwohl, das geht wirklich. Hier noch die Scheinwerfer kurz. Ach, Kacke. Ich kann die gar nicht anmachen. Die Zugspitzensignale. Na gut, machen wir so ein Foto.
Aber der Zuschauer sollte bitte auch wissen, dass wir mit der 101 fahren hier und nicht mit der 146. Ich dachte, das sieht vielleicht noch ein bisschen schöner aus, wenn man da jetzt hier... Ach komm, jetzt mach endlich das Bild, Marc. Jetzt ist schon wieder damit auf. Das ist ja grauenvoll. So, Steuerung und S war das. Hoffentlich hat er jetzt ein Foto gemacht. Hallo? Ach, Kacke. Es war einfach zu schnell. Holla die Waldfee. Oh, Kacke. Oh nein. Wir werden jetzt richtig viele Punkte verlieren. Nein. Mann. Och Mann, da geht man einmal in die Außen an. Heute ist einfach nicht mein Tag. Ey. Punkte, oh. Das ist peinlich. Das ist einfach nur peinlich. Ich hasse sowas. Die ganze Zeit kommt einfach nichts. Dann gehe ich einmal raus. Oder wurde es vielleicht sogar schon vorher angekündigt? Dann ist das richtig fies. Obwohl, dann ist ja eigentlich meine Schuld. Dann ist es nicht so fies. Ist zwar auch fies, aber nicht so fies, wie wenn ich es nicht gesehen hätte. Nee, gesehen, nicht gesehen hätte. Nicht. Uhr sind wir jetzt. Was habe ich gesagt? 91,2, genau. Hier auch mal in der Passagieransicht. Hier hinten hört man das Horn gar nicht mehr. Kann man dann in der Kurve den Zug sehen? Ich mag das. Oh, cool. Da ist er, Tatsache. Alter Schwede. Der ist einfach so lang. Heftig. So, 47,8. Aber dann muss ich wirklich nochmal drüber nachdenken, ob ich einen zweiten Kanal öffne. Weil dieser bezieht sich ja nun eindeutig. Also ich glaube, das erkennt man auch am Namen, dass sich dieser nur auf den Train Simulator hauptsächlich bezieht. TV, die wahre Bedeutung vom Fernsehen, Train Vision, für alle, die es noch nicht wussten. Vielleicht mache ich das Video sogar in zwei Teile. Weiß ich noch nicht. Kann ich nicht sagen. Jedenfalls würde auf dem anderen Kanal dann vielleicht sowas wie Omsi kommen. Bus Vision, BV. DVBT, was könnte DVBT heißen? Dry Visions Bus. Keine Ahnung. Bus Television. Vision Television. Nein, das ist doof. Willkommen auf dem Kanal DVBT. So, das kann ich jetzt auch wieder ausmachen. Remagen. Dann auf 120 stellen. Ja, ich bin aus Versehen auf Wachsagen gekommen. Tut mir leid. Jetzt schön vorsichtig aufschalten.
Vielleicht kennt der ein oder andere sogar meinen alten Kanal. Eine grauenvolle Geschichte hatte der. Zumal die Hälfte der aktiven Abonnenten kannte ich leider auch. Es war nicht schön, glaubt mir. Und ich rede immer noch von den aktiven, nicht von den tatsächlichen. Und das ist ein himmelweiter Unterschied. Oh, ich werde hier gleich zerquetscht. Ja, du musst uns vorlassen. So ist das halt. Ich bin im Fernverkehr. Yo. Ich bin, ich hab Vorrang. Ich bin der Fernverkehrist. Alles klar, was ist das? Was wird das hier? Ich habe ja sogar mal gehört, dass es damals Auseinandersetzungen zwischen den Lokführern gab, die nicht mit der 103 gefahren sind. Die wurden als was Schlechtes abgestempelt. Oh, hier Fahrdienstleiter sind Sie. Aufgrund eines kaputten Schienenstücks im durchgehenden Hauptgleis muss ich Sie über ein Nebengleis umleiten. Die Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h darf ab dem Ausfahrtssignal von Sinzig nicht überschritten werden. Ab dem Ausfahrtssignal. Sinzig, wo ist denn wieder Sinzig, ey? Ihr macht mich verrückt. Ihr macht mich kirre. Sinzig, Sinzig, Sinzig. Sinzig, 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 Sinzig. Bad Breisig. Sinzig. 56,7. Oh, ich glaube, das ist sogar. Dann wollen wir mal. Runtergehen. Ja, komm, die kann ich jetzt drin lassen. Vielleicht schaffen wir sogar ohne die Druckbremsen jetzt nochmal zu benutzen. Vielleicht schaffen wir es auf die 50. Haben wir doch super geschafft. Und jetzt auf einmal 40. Ich sag's euch. Nee, 50, gut. Freut mich. Oh, jetzt. Achtung, liebe Fahrgäste, bitte halten Sie sich fest. Meine Damen und Herren, wir haben eine aktuelle Verspätung von 94 Minuten. Grund dafür ist die Fahrt auf ein Nebengleis. Beziehungsweise die Bauarbeiten auf der Hauptstrecke. Deshalb mussten wir jetzt auf ein Nebengleis fahren. Und dieses wahrscheinlich knapp 1 Kilometer lange Stückchen ist sehr gefährlich. Also das ist, kann ein richtiger Zeitraum, das ihr habt ja gar keine Ahnung, wie das ist. Also es ist ja unglaublich so. Hier bitte immer noch 50. Vielen Dank. Wenn du mir jetzt hier die 40 reingehauen hättest, hätte es Beef gegeben. Und du gehst jetzt bitte weg. Kommt aber wirklich immer nur, wenn da so ein Zug... Was heißt so ein Zug? Wenn da ein Zug kommt...
Wo kommen die Wagen alle hin? Jetzt mal ehrlich. Aber jetzt können wir jetzt mal hier aus dem Fenster schauen. Hoffen, dass uns der Kopf nicht abgehakt wird. Super. Der letzte Wagen ist aus dem weichen Bereich raus. Das bedeutet, wir dürfen jetzt wieder beschleunigen. Nur beschleunigen, nicht A-schleunigen. Oh. Hat man sofort gemerkt, dass es Radschlupf ist. Muss jetzt mal ein bisschen hier aufholen, die Zeit. Soll man ja nicht machen, ne? Dann lass ich's. Habe ich ja nur gemacht, damit der hier sich wieder, dass sich die Räder wieder fangen. Ich hatte das nicht so gemacht, also nein, wie kommen die darauf? Nur um zu beschleunigen? Also, sag mal, was glaubt ihr denn, wer ich bin? Ups, wollte ich gar nicht. Zwar sind ja nur noch 20 Kilometer, ne? Oh, ja. Nee, 30. Wo sind wir jetzt? Ich habe gar nicht richtig hingeschaut. Na, Hector. Ja, ich weiß das inzwischen. Das brauchst du mir nicht immer sagen. Ja, sehr interessant. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich hier im Eurocity 6? 9? Ich glaube, es war 6. Nein, es war 9. War klar. War klar, als ob ich mal richtig liegen könnte. Eurocity 9. Auf dem Weg nach Koblenz. Beziehungsweise nach Koblenz. Auf dem Weg nach Koblenz. Beziehungsweise nach Koblenz. Erstmal Strecken habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Ist mindestens schon 6 Stunden her. Mindestens. Oh. Oh, okay. 2 Steuerwagen wieder. Ein elektronischer Dosto-Zug. Ein elektronischer Triebwagen der Dostos. Musste ich natürlich nicht bestätigen, warum auch. Uiuiui, was war denn das? Irgendwann ist jetzt wirklich mal Schluss, ja? Vor allem, das ist auch immer eine Ankündigung, dass ein Zug kommt, ne? Entweder eine 101 oder eine 146.0. Ich glaube, die 2 hatte das noch nicht.
Bin ich mir jetzt aber gerade gar nicht so sicher. Darauf habe ich jetzt nicht die ganze Zeit geachtet. Tut mir leid. Hätte ich machen sollen. Sifa. Riecht ihr diese frische Naturluft? Riecht ihr sie? Tja, ich nicht. Ich glaube, ich muss zum Arzt. Ey, jetzt geht's immer weiter runter. Ist ja richtig fies. Und nicht so doll gleich am Anfang. Und dann immer weiter. Uiuiui. So. Die E-Bremse, mein bester Kumpel, immer noch. Alter, was ist denn schon wieder mit meiner Nase los? Ich schau mal, ob auch aufnahmetechnisch alles in Ordnung ist, ob mein Mikro an ist. Das wäre jetzt ein bisschen doof nach so einer langen Aufnahme. Ich hatte ja schon deutlich größere, deutlich längere Aufnahmen hinter mir. Eine Stunde und 39 Minuten war das, glaube ich. Meine Stimme ist auch gleich wieder weg. Also ab einer Stunde so ist irgendwann so eine Grenze erreicht, wo meine Stimme irgendwie immer keinen Bock hat. Kann sein, dass es daran liegt, dass ich einfach mal auch in Wirklichkeit ziemlich wenig rede. Wow, 224 Punkte. Man ist verblüfft. Echt, also es ist immer wieder eine Überraschung, die einen da wirklich ins Gesicht trifft. 130, wenn der ganze Zug dran vorbei ist. Und wie lange unser Zug ist? Keine Ahnung. Aber ich würde schon sagen, so 400 Meter oder länger. Kann ich natürlich jetzt nicht so genau sagen, aber natürlich kann man das ja vermuten, oder? Dann würde es nämlich jetzt losgehen. So. Oh, und du musst hier rumstehen. Oh, oh. Mit deinen drei Dostos. Vollkommene Unterforderung hier. Okay, dir wird jetzt gleich noch eine Ladung zugeschickt. Okay, diesmal kam diese PZB-Meldung nicht. Aber der steht ja auch. Vielleicht hat es nur was mit fahrenden Zügen zu tun. Ich wollte gerade sagen, mit fahrenden Zügen zu tun. Also, sächsische Akzent. Ist immer wieder eine Freude, diese Meldung zu sehen, wenn sie mir immer im Bild ist. Das ist wirklich wunderbar. Danke sehr. Böb. Ein Schritt runter, haben wir die 120. Das war jetzt sehr ungemütlich.
Ab hier gelten dann auch wieder die 120. Also es steht wirklich sau viel rum. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es ohne so viel KI-Material, was da jetzt so überall rumsteht und fährt und gefahren ist, kann ich mir vorstellen, dass es dann auch noch so ruckelt. Also ich denke mal, das hier ist eine Ausnahme mit diesem Szenario. Hat wirklich was. Mit diesem vielen KI-Verkehr. Und wenn es ruckelt, ist es dann auch wieder doof. Aber bei mir kann man halt nicht beides haben. Ich hab langsam echt keinen Bock, weißt du? Ich sehe das langsam nicht mehr ein. Wie dieses gehst du von selbst weg? Unmöglich. Und wer ist diesmal der Übeltäter? Ja, diesmal sogar eine 146.2. Diese Bengel. Diese Feuerstühle. Was für einen Spitznamen hat die 101 eigentlich? Hat die einen Spitznamen? Also 112, 143, 114 und so, die heißen ja Staubsauger. Die 146 Feuerstuhl. Jetzt hier auch Berliner S-Bahn, BR481 Taucherbrille heißt sie eigentlich. Aber gut, heißt sie halt Klobrille. Ich weiß noch nicht, was alle gegen die haben. Ich finde die doch voll nett. Gut, wenn man sich die Tests so anschaut. Allein der Bremsweg, der bei 100 km/h 400 Meter betragen sollte. Na gut, war dann irgendwie doppelt so viel fast. Das waren 750 Meter. Hat die Baureihe vielleicht auch ein bisschen schlechter gemacht, aber dass ich ja als Heulboje bezeichne. Ich mag den Zaun. Ich mag den Zaun. So. Ich habe ja gerade eh nichts zu tun. Da kann man ja mal kurz. Nein, ich mach nicht. Zu gefährlich. War das gerade 80? Waren das nämlich nur 11 Kilometer? Okay, es sind nur noch 10 Kilometer. Cool! 10 Kilometer bis nach Koblenz. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it. Oh, Entschuldigung, wollte ich nicht. Ich wollte euch nicht belästigen. Hier mal ein bisschen weiter runterschauen. Nein, es ist zu tief. Nein, es ist zu hoch. Okay, das hier ist in Ordnung. Das hier geht wirklich. Ist bestimmt so wie vorher, aber. Naja. Aber das mit der 101 und Dingsbums hier, muss ich nochmal. Die Köln-Koblenz 101, dass da keine SIFA und keine PZB zu hören ist. Das ist etwas. Entschuldigung, ich wollte nicht auf den Tisch schauen, das hat bestimmt grauenvoll geklungen. Das kann und will ich nicht dulden. Muss ich nochmal überarbeiten. Manchmal ist es auch so, dass die Loks ihre eigenen Comments nicht annehmen. Aber der Fahrsound funktioniert wenigstens. Der Fahrsound funktioniert wenigstens. Also es ist besser als gar nichts. Nicht wahr, mein liebes Mikro? Ja, wer ist ein süßes Mikro? Wer ist ein süßes Mikro? Wer ist ein süßes Mikro? Genau du! Oh, Gucci, Gucci, Gucci! Ich kratze gerade ernsthaft mein Mikro. Hallo? Ist da jemand? Kann jemand für mich die Feuerwehr rufen? Ich will in die Psychiatrie stecken. Ich bin dead. Okay, danke. Danke, Mama. Rufst du jetzt wirklich da an? Sie ruft wirklich an. Ach du meine Güte. Das wird so peinlich. Oh Gott, was soll ich dir bloß sagen? Was soll ich euch bloß sagen? Die kreischt. Oh, die ruckelt.
85,2. Ach, wie schön. Ah. Ich weiß gar nicht, habe ich immer noch nur 120? 160! Ah! 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 Der ganze Fahrplan ist jetzt im Arsch. Wann sollte ich denn in Koblenz? 11.06 Uhr. Okay, das dürfte ich eigentlich schaffen. Obwohl, wie viel? Ja, 5 Kilometer. Gut, nun müssen wir davon auch wieder auf 90. Habe ich das nicht gesehen? Ist mal im Ernst? War ich bestimmt wieder mit was anderem beschäftigt. Städel. Ja, jetzt sehe ich die 160 auch. Oh. Warum ist das Signal jetzt gelb als Wiederholer? Oder ja, warum? Ich soll doch nur auf... Warte, wenn ich Tab drücke, dann passiert nichts. Also ist das Signal auch mehr oder weniger... Oh, nicht sofort aufschalten erstmal. Kupplung. Bisschen hier. Warum so rumpelsbelachen lassen und dann... Mina. So. Das ist jetzt... ich sag dazu nichts. Also die Kurve mag ich auch. Alles, was mit Kurvenüberhöhung zu tun hat, mag ich. Auch Projekt Freiberg 2.0. Mit diesen vielen Kurvenüberhöhungen, das mag ich. Wo es immer bergauf geht, dann bergab und dann immer, voll schön, dieses schiefe Feeling. Aber ich muss jetzt mal... Das sieht so unglaublich nah aus mit diesen Masten, als ob die gleich hier gegenknallen. Oh, habt ihr gesehen, das hat geblitzt? Gleich fängt ein Gewitter an. Oh, schon wieder. Seht ihr, das schaffen wir sogar noch. Wird zwar sauknapp. Und wenn jetzt noch so eine langsame Fahrt... Ach Gott, ich sehe schon grün-gelb. Aber 120. 120. Das ist schön. Das freut mich. Macht mich glücklich. Sollte ich jetzt noch beschleunigen oder sollte ich es lieber lassen? 120 wieder als Wiederholer? Nein, brauche ich nicht. Also, wir werden es auf alle Fälle schaffen. Okay. Ja, ist gut. Also, ist das jetzt in Koblenz Mitte war das, glaube ich. Koblenz Stadtmitte, genau. Ist das Outfahrt? Ich habe irgendwie bei manchen Wörtern, wenn ich aufnehme, so einen besonderen Sprachfehler. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ist das jetzt so, dass das Ausfahrtssignal von Koblenz Stadtmitte gleichzeitig das Einfahrtssignal für Koblenz Hauptbahnhof ist? Oh, ist halt. Oh Gott. Zum Glück bin ich noch unter 60 gekommen. Sonst hätte ich jetzt ein Problem. Tür frei. Tür frei.
Stopp. Ah. Vor allem auslösen muss man die Bremse hier bei der 101 gar nicht. Die bremst so doof, da merkst du gar nicht, dass du die Bremse voll drin hast und du dann stehen bleibst. Dieser Ruck, den spürst du gar nicht. Ah. Schön. Wir haben es geschafft. Unsere Reise nimmt ein Ende in Abschnitt G, den es nicht gibt. Okay. Aber es war schon echt eine erstaunliche Last, die diese nette Baureihe hier gezogen hat. Gut gemacht. Ihr Kollege konnte den Zug pünktlich übernehmen. Sie haben erstmal eine kleine Pause, bis ihr nächster Zug ankommt. Und welcher ist das, wenn ich fragen darf? Ein ICE 229 nach Köln? Wieder zurück? Nee, im Ernst, ich will's wissen. Sag's mir. Gut, gut, sag's mal halt nicht. Ich kann's verstehen. Ja, ich kann's verstehen. Nein, ich kann's nicht verstehen. Ich kann's echt nicht verstehen. So. Was ist das für eine lange Liste? 510 Punkte erzielt. Oh Gott. Weltweit. Niemand. Beliebt. Niemand. Hat das Szenario noch keiner gespielt? Oder wird es hier bei Workshop-Szenarien generell nicht angezeigt? Also, es wurde natürlich gespielt, aber ich meine. Na, ist ja auch egal. Wie dem auch sei, wenn dir das Video gefallen hat, dann brech den Daumen nach oben. Ich hoffe, dass es dir auf irgendeine seltsame Art und Weise gefallen hat. Wenn ja, habe ich schon gesagt, ich brauche mich nicht wiederholen. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage Tschüssi!